Servus Leute, willkommen beim sonntaglichen Vlog von der Frankfurter Buchmesse. Ja, wir sind hier mittlerweile am Drömer-Knauer-Stand. Da drüben findet jetzt gleich Signierstunde von Sebastian Fitzek statt. Dem sind wir vorhin schon mal begegnet, aber der war so schnell wieder weg, bis ich die Kamera draußen hatte. Ja, zuerst haben wir seinen Bodyguard gesehen und dann ihn, wie immer. Ja, jetzt sind wir hier beim Drömer-Knauer-Stand. Wir stehen an der Stange. Ein Teil. Ich stand da jetzt gerade die ganze Zeit. Also hier seht nur ein Teil der Bücher Nixon steht da drüben an. Der beste Teil. Der beste. Der süßeste. Oh ja. Der süßeste Teil ist hier. Und ja, wir machen uns jetzt dann demnächst auf zur Open Stage unten im Hof. Haben wir jedenfalls jetzt vor. Da wird jetzt gleich Markus Heitz aus seinem neuen Buch vorlesen. Ja Leute, wir sind jetzt an der Open Stage hier im Hof. Markus Heitz hat sich leider ein bisschen verspätet, steht noch irgendwie im Stau. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn er da hier hinter mir, da hinter euch quasi auf der Bühne steht. Egal wo, Flughafen, ich bin immer fällig, ich weiß, ich biege immer direkt ab und sage, hier kommen dann auch Stahlkappen in den Schuhen, ja, also bei Metalldetektoren ganz weit vorne. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir haben noch genug Zeit, um über dein neues Buch zu sprechen. Vedora, Schatten und Tod. Das ist der zweite Band. Genau. Schon wieder ein neues Buch, habe ich mir gedacht. Wie schaffst du das, diesen Output? Ich mache nichts anderes. Das ist das. Nein, tatsächlich ist es so, ich bin da ein recht fleißiges Bienchen. Ich habe wirklich, wenn ich eine Idee habe, wird die geplottet. Dann habe ich den kompletten Fahrplan für den Roman im Grunde fertig. Und dann geht es nur darum, ihn in relativ zügiger Zeit zu schreiben. Und das klappt bei mir ganz gut. Wenn ich jeden Tag 5 Seiten schreibe, für die Leute, die es genau wissen wollen, 12er Schrift, Times New Roman, einzeiliger Abstand. Und ich arbeite mit Open Office, also nichts irgendwie Schreiberprogramm, das werde ich auch öfter gefragt. Arbeiten Sie mit irgendeinem Programm, das die ganzen Charaktere verwaltet? Nein. Also und wenn ich das jeden Tag mache, dann ist so nach 2 Monaten der erste Grundstock für einen Roman fertig. Dann wird nochmal 2 Monate überarbeitet. Dann habe ich in 4 Monaten einen Roman fertig. Jetzt könnte man sagen, Moment, das heißt, der könnte eigentlich 3 Romane im Jahr schreiben. Machst du ja teilweise, oder? Ja, schon, aber dann habe ich mehr Zeit auch für andere Sachen. Wie das Fantastica jetzt mit Corvus Corax, also Zusammenarbeit mit anderen Bands, mit anderen Kreativen. Und das ist nochmal das extra Plus. Also das Buchschreiben an sich, Geschichten erfinden, macht eh schon super viel Spaß. Aber alles, was man dann noch nebenbei machen kann, ist nochmal extra. Du hast im vergangenen Jahr mit dem ersten Teil eine komplett neue Welt entworfen, wie das ja oft bei dir der Fall ist. Ich frage mich manchmal, wie passiert das? Wie schaffst du das? Wachst du morgens auf und denkst so, okay, entwerfe ich mal wieder eine neue Welt? Oder wie kommen dir diese Ideen? Ja Mensch, was könnte ich heute entwerfen? Wieder eine neue Welt oder doch eher Weltfriede? Nein, Weltfriede ist bei mir schwierig, das gebe ich zu. Meine Bücher leben ja meistens von Auseinandersetzungen. Ideen sind unberechenbar. Also sie können einem überall erwischen. Egal, ob das auf der verzweifelten Fahrt hierher ist, es funktioniert unberechenbar. Aber es kommt immer was dabei raus. Vedora ist im Grunde über 20 Jahre alt. Das war ein altes Rollenspielprojekt. Ich war Rollenspieler. Ich sage das jedes Jahr, Shades of Grey ist zwar schon eine Zeit lang her, aber Rollenspiel hat in dem Fall nichts mit dem anderen Kram zu tun. Ich bin Jahrgang 71, das heißt Regelwerke, Würfel, nein, nicht Würfelfetisch, das ist wieder was. Das ist wieder Shades of Grey, aber Regelwerke, Würfel und wir hatten in den 80er und 90er Jahren so ein Rollenspiel-Hobby. Und Vedora entstand als Rollenspiel-Idee, wir wollten eine Stadt selber bauen. Das verschwand in der Versenkung unter Wüstensand, wenn man so möchte. Und ich habe es wieder ausgegraben und gesagt, es wird jetzt einfach Zeit, aus dem alten Projekt was Neues und was viel Größeres zu machen. Ja Leute, jetzt sind wir wieder am Drömer-Knauer Stand. Und die Steffi haben wir auch wieder aufgesammelt und die Anni Silber ist da. Ja. Hallo. Und ja. Da drüben, genau hier,
signiert immer noch der Sebastian Fitzek. Und die Schlange ist unglaublich, unglaublich lang. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie lang, dann schaut in das Video von die Büchernixen, die Silvia, die Büchernixen-Mama, die hat es nämlich gefilmt vorhin. Und sie hat mir erzählt, die ist so lang wie die Schlange von Castingier, die auch unglaublich lange ist. Aber egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier und wir machen es uns jetzt hier wegen gemütlich. Danke auch. Ja, wir sind jetzt hier direkt beim Herrn Fitzek und vielleicht wisst ihr das nicht, ist ja nicht so wild. Die Annie Silber kann leider nicht ganz so lange stehen und laufen. Sie hat ja eine kleine Behinderung am Bein und so. Ja? Und die darf jetzt ein bisschen vor in der Schlange. Es wurde ein bisschen gemanagt, dass sie nicht ganz so lange in der Schlange anstehen muss. Weil wegen der Behinderung ist das ja nicht so wirklich möglich, so lange anzustehen. Das finde ich einen richtig coolen Zug von Drömer Knauer. Und ja, Chapeau. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Anni? Bist du noch einen Moment hier? Super. Und ich muss sagen, ich bin YouTuberin, damit das letzte Buch habe ich schon vorgestellt. Ah, super, danke sehr. Dank auch zu danken, danke schön. Sehr schön. Anni, willst du noch ein Foto machen? Achso, ein Foto machen, ja. Ja. Wir machen auch noch. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, wir waren gerade mit der Anni. Beim Herrn Fitzek. Und das war richtig cool, denn wir durften, wie ihr gesehen habt, ja vor, oder vielmehr die Anni, weil ja, ist halt immer blöd, wenn man nicht so lange stehen kann. Und es ist richtig cool, dass dann eben die Leute vom Verlag sagen, ja okay, ihr dürft mal ein bisschen vor in der Schlange. Das ist nochmal Respekt an den Drömer Knauer. Ja, komm hier, alle. Also, wenn wir jetzt hier so schön sitzen und uns filmen, dann ja, muss jetzt mal jemand sagen. So, wir sind jetzt hier in Halle 3. Nein, doch 3.1. Und ich habe die liebe Steffi, den lieben Gerhard, den Freund getroffen. Und wie hieß du nochmal? Martin. Die lieben Martin aus Leipzig. Und weiß nicht, wollt ihr noch was sagen? Warst du gerade? Wir machen den Platz frei, wir machen. Ach so. Ja, der kann sie ja zu uns hersetzen. Ja, gerade ist Markus Heitz hier vom Lesezelt hier heraufgekommen zum Drömer Knauer Stand und signiert hier weiter. Und ich habe mir gerade eine Autogrammkarte abgeholt. Ja, die kommt nämlich an meine Wall of Fame. Ja, und ja, ich bin mal gespannt und gleich ein riesen Fan, Don, ja, der Büchernixen Papa, der ist ein riesen Fan von Markus Heitz. Und vielleicht habt ihr das schon in anderen Videos gesehen von der Leipziger Buchmesse. Da haben wir nämlich so einen riesen Koffer mit lauter Markus Heitz Bücher signieren lassen. Und ja, jetzt trifft Don das erste Mal tatsächlich auf seinen Lieblingsautor. Und ja, ich bin mal gespannt, wir werden sehen. Ich schneide dann raus. Also mit Papier ist mein Leben. Bitte schön. Vielen Dank. Gerne. Amanda. Gut, heißt Amanda, aber man schreibt wahrscheinlich Amanda. Genau. Dahin? Genau.
hier die Sicherung unterbringen. Wieso? Das ist perfekt. Jetzt kommt hier zwei. Hi! Jawohl? Ja. Und zwar folgende, also gut, das ist gleich noch eine Großbestellung. Ich hätte gern folgende oder kam gerade. Für Alissa. YSS, genau. Wie die Alissa Milano. Richtig. So. Ich bin im Koffer. Ich bin, ja. Und ich muss was klarstellen, ne? Das ist nicht mein Mann. Ja. Nee, das ist ich. Ich habe die Karte voll gerückt für ihn. Er ist nicht mehr in der Schlange geschoben. Solange ihr nicht durcheinander kommt, solange ihr nicht durcheinander kommt, ist alles schön. Das ist Achso, ja, natürlich. Sehr schön. Das bin ich. Sehr schön. Das war eine Riesenüberraschung für mich, das zu lesen im Buch. In das da. Ja. Ja. Und ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Wochen davor dieser Aufkleber, der fast ausschaut wie schon auf dem Auto und lese. Oh, das da. Ich hab mal yes. Und er hätte gern einen signierten Duster. Irgendwann. Achso. Ich hätte gedacht, jetzt hätte er so ein Spielzeugduster dabei. Was nein, ja, richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob es den als. Aber ja. für. Don. 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 Ah. Jede Buchmesse ein Buch. Richtig. Außer in Leipzig, da waren es ein paar mehr. Ja, genau. Da war es der ganze Koffer voll. Macht aber nichts. Von der Fotograf. Ich nehme in Leipzig dann einen Teil vom Auto mit, weil das ist das in Ordnung? Macht das nicht? Ich habe Edding dabei. Ich schraube die Sonnenwiese ab. Bitte schön. Kann ich ein Foto? Aber selbstverständlich. Okay. Wer macht Foto? Macht Foto? Nee, die macht Foto. Was? Moin. Das ist schon mal gut. Dann stehst du auf, der macht Foto. Das wird jetzt eine geile Perspektive. Ganz schön lange hier. Seit Beginn der Messe gibt es hier Autogramme und signiert Bücher. Echt heftig. So Leute, wir sind jetzt auf dem Booktuber-Treffen, dem Sonntag, dem sonntäglichen. Die Janine, die Empire of the Books ist auch da. Und die Laura Newman, immer wieder mein Messe-Highlight überhaupt. Das gebe ich gern zurück. Weil, ja, so als Lieblingsautorin ist das natürlich immer hart. Dieses Low. Ja, ja. Und weil sie jetzt ja hier so dasteht und kann ich ja mal fragen, wann kommt denn der zweite Teil? Ich habe, die Hälfte ist fertig. Und im November schreibe ich zu Ende, das habe ich mir vorgenommen. Also vermute ich aber, dass es eher erst Anfang 2018 so wird. Also zur Leipziger Messe will ich es schaffen. Juhu. Und sie macht souverän ja. Weiter. Es ist, ja, es ist ja kein Kritikpunkt. Weil manchmal, es ist ja kein Kritikpunkt, so. Wann es rauskommt. Nur mal, dass man sich so drauf. Nur mal, dass man sich so drauf einstellen kann. Ja. Aber das kannst du halt in dem Fall, also sonst habe ich immer feste Deadlines. Aber dieses Jahr habe ich gemerkt, wenn ich jetzt nicht aufhöre, mich zu stressen, kommt gar nichts mehr raus. Und deswegen habe ich heute erst ein anderes Buch geschrieben. Deswegen, ich meine, jetzt gehe ich entspannt an. Sonst würde ich das natürlich sofort festlegen, wann was rauskommt. Aber ich will mir den Spaß nicht so nehmen. Deswegen, wenn ich keinen Spaß habe, klingt ich gar ehrlich gesagt schön. Besser Spaß als. Ja. Genau. Es soll ja Spaß machen. Ja, genau. Ja. Wie alle. Genau, es soll ja. Spaß machen. Aber er kommt definitiv. Ja. Ja. Wenn du jetzt ein anderes Buch geschrieben hast, das kommt ja auch noch. Auch? Genau. Umso besser. Das ist sozusagen die Entschädigung. Umso besser, dann können wir uns ja auf
zwei Sachen freuen. So. Schön. Das Schöne ist, heute ist tatsächlich die Luisa, das Bücherregal, auch nochmal auf der Messe. Sie sind spontan nochmal die 180 Kilometer hierher gefahren, weil sie einfach nochmal Bock gehabt haben, auf die Messe zu kommen und zum Booktuber-Treffen zu kommen. Ja, weiß nicht, das eine, der bringt auch ein Hälfte in die Augen. Wir alle und Gerd. Wir alle und Gerd. Die alle und ich, ja, ist klar. Hashtag Insider. Ja, ihr wollt es gar nicht wissen. Ja, es sind wieder die schlimmen Verabschiedungsszenen. Oh. Ja! Steffi! Scheiße, dein Familienform! Ja, alleine! Tschüss! Tschüss, Gerd! Tschüss! Auch ja! Euch kriegt echt Gefühle, ne? Ich will euch alle nicht. Ja, aber es ist zu weit. Gut, dass ich dich mitnehmen kann. Wir sind jetzt wieder in der Halle 3.1, so zum Abschluss und zum Ausklang. Schauen wir jetzt nochmal beim Grömer Knauer Verlag vorbei, beziehungsweise hier beim Fischer Verlag. Ja. Schauen wir mal, ob die Kerstin G. immer noch da ist. Ich glaube es nicht, weil die hat wirklich lang signiert hier heute. Und, ja. Ich renne schon die ganze Zeit um den Ring. Ich hab's schon immer gesagt, der liebe Kai Meier, den trifft man hier
auf jeden Fall. So. Doch gut. Ich weiß nicht, ob Sie Zeit haben. Ich hätte bei 5 Plätzen. Ich fahre jetzt. Ach so, okay. Na, also es kommt drauf an, was Sie möchten. Ich hätte, ja, es dauert nicht so lang, aber ich hätte ein Freundebuch, wo man rein. Da steht das Who der deutschen Autoren drin. Also. Alle, die da drin sind, sind immer Bestseller. Ja, oder werden es. Oder werden es. Oder sind es geworden. Leider rosa. So, du mit Markus heißt ja nicht schön. Genau, am besten so die erste Seite, wo keiner steht. Das wäre sinnvoll, oder? Das sind alles Autoren? Ja, das sind nur Autoren. Das ist mein Autoren-Freundebuch. Volles Timing. Ja. Ja, gut, so wie vorhin, als wir schon auf dem Platz saßen, wo der Markus Heitz seine Autogrammstunde da oben geben wollte, das ist immer genau. Obwohl, den trifft man wirklich oft hier. Der ist auch privat total viel auf dem. Ich erinnere mich nur immer noch, der war also nach uns losgegangen, war vor uns da, also irgendwie. Der Rolltreppe rauf. Seid ihr die Rolltreppe rauf? Weil da ist die große rauf. Stimmt. Das ist schwierig, oder? Ja. Die richtig schwierigen Sachen kommen jetzt noch. Ja, da ist er ja gerade. Nee, die sind zweiseitig. Aber sie beide auch. Wo ist der Heldin? Nicht Da steht Heldin. Nee, Held-in oder so, meine ich. Also. Catwoman. Mein größter Held der Person. Dankeschön. Können wir noch ein Bild machen? Ja. Schnell? Ich weiß, alle müssen sich bücken bei mir. So, Leute. Wir sind mal wieder beim Trömer-Knau. Und so wie es ausschaut, ist der Herr Fitzek immer noch da und signiert immer noch. Ich sehe schon, massiver Respekt. Ist echt einer der echt coolsten Autoren hier, der sich so viel Mühe gibt und Zeit nimmt für seine Leser. Massivster Respekt. Ja. Aber eins ist, es ist hier
wesentlich mehr Platz, je mehr es zum Ende der Messe geht. Von dem her ist auch mal ganz, nett, ein bisschen mehr Platz zu haben hier wieder. Danke, hallo, guten Tag. Ja, das ist jetzt die Live-Vorführung für das, vom Cover von dem neuen Fitzek-Buch. Ja, das war aber letztes Jahr auch. Das Paket auch so kämmerlich. Ich wollte unbedingt ein Büchel haben. Das sind hier diese Nerd-Gadgets wahrscheinlich. Am 25.10. Also ab dem 25.10. Ja, ich finde das echt schön gelöst. Wer hat die Idee gehabt? Ich habe immer alles zusammen irgendwie. Vor allem halt der Jörg. Da haben sich richtig was einfallen lassen. Massivster Respekt. Ich habe schon gedacht, sie machen gar nicht mehr Schluss. Aber wie ihr seht, tatsächlich. Und wie man sieht, hier ist jetzt auch endgültig zu. Sebastian Fitzek, der hat jetzt tatsächlich seit 11 Uhr. Seit halb elf, wir haben jetzt 10 vor 5 signiert. Wow. Wahnsinn. Das ist schon Leistung. Und als Autor die Schlange von Kerstin Gier zu toppen, was er ja heute gemacht hat, da gehört schon einiges dazu. Wollte ich mal sagen. Ja. Chapeau, Herr Fitzek. Chapeau. Ja, immer. Ja. Hallo. Wir haben ja die Frau Fitzek auch. Das ist nämlich die Frau. Und jetzt ist tatsächlich Schluss. Ja, Sebastian Fitzek macht Feierabend. Es ist tatsächlich vorbei. Ja, seit halb elf und jetzt ist nach 17 Uhr. Ja, da gehört echt was dazu. Ja. Aber ich habe ja seinen Schatten gesehen, da wusste ich, er ist nicht weit. Leute, wir machen uns jetzt auf die Heimreise. Die Messe verlassen wir jetzt und machen uns auf den Weg zum Auto. Und ja, bis gleich. Ende ist gekommen, muss mir jetzt leider verabschieden. Ja, so, es hilft alles nichts.
Wir brechen jetzt auf. So, man soll es nicht glauben, sind wir tatsächlich wieder zu Hause. Und ja, verabschieden wir uns noch. Martin. Wir sind. Auf jeden Fall. So, und auch an euch. Das Wochenende ist vorbei. Lest mal wieder was. Ciao.